So, hallo. Wie schon angekündigt, heute mal wieder ein Test von einem Akkustaubsauger. Und zwar diesmal der AEG Eco CX7 Animal oder nennt sich auch CX7-45 Anni. Also da gibt es wieder, wie so typisch bei den Staubsaugerfirmen, die tollsten Bezeichnungen. Also ich nenne ihn mal jetzt hier im Test CX7 Animal. Also Näheres darüber, über Bezeichnungen, Preis etc. findet ihr ja so und so wie gewohnt auf meiner Webseite. So, zunächst werde ich das Gerät hier im Video mal auspacken, damit ihr so seht, was ihr da bekommt, wenn ihr euch das Gerät zulegt, und werde dann einige Tests durchführen, beziehungsweise wir haben schon Tests durchgeführt und zeige euch dann einige Ausschnitte der Tests. Und ja, ich denke, am Ende des Videos könnt ihr euch ein ganz gutes Bild von dem neuen Akkustaubsauger machen. Der Ergo Rapido, also der CX7 Animal, ist ja auch ein Ergo Rapido von AEG, ist speziell für Tierbesitzer entwickelt. Er hat eine zusätzliche Elektrobürste, also er hat nicht nur die Elektrobürste am Bodenteil, sondern er hat auch für das Handteil, kann man ja entnehmen, ist ja ein sogenannter 2-in-1, also 2-in-1 Staubsauger. Man kann also den Boden staubsaugen und kann das Handteil entnehmen und konnte dann bisher immer am Tisch staubsaugen etc. Aber jetzt kann man auch eine zweite Elektrobürste an das Handteil anstecken, und diese Bürste soll eben speziell für Tierbesitzer interessant sein, weil sie eben auch sehr gut Haare aufnimmt. Das funktioniert übrigens sehr gut, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich werde es nachher aber auch noch mal zeigen. Ihr seht jetzt hier erstmal, wie ich das Gerät zusammenbaue. Das ist also nicht sonderlich schwierig. Es ist eigentlich nur einmal geteilt, damit der Karton nicht so groß ist. Ihr müsst eigentlich nur den Griff oben dran stecken und diese Schraube dann beispielsweise mit einer Münze festdrehen. So, was haben wir noch? Also das hier sind noch Teile für die Ladestation. Wer die Ergo Rapido Serie von AEG kennt, kennt die meisten Teile schon. Das ist hier also nicht sehr unterschiedlich. Den kann man ja in eine Ladestation reinstellen und dann wird er automatisch aufgeladen. Das hier ist aber die neue zusätzliche Elektrobürste, die eben direkt an das Handteil angesteckt wird. Das gab es bislang bei der Ergo Rapido Serie von AEG nicht. Von daher konnte man bislang eben die Couch immer nur sehr beschränkt reinigen. Also die Leistungskraft des Handteiles ist natürlich ohne eine geeignete Elektrobürste nur sehr beschränkt. Also man kann da natürlich an der Fensterbank saugen, man kann auf glatten Flächen saugen, man hat ja auch noch eine Fugendüse dabei. Aber an Polstern, die Fugen von den Polstern gingen natürlich auch noch sehr gut. Aber ansonsten war man natürlich da, wenn man Katzenhaare auf der Couch hat oder Tierhaare vom Hund beispielsweise, dann war man natürlich aufgeschmissen. Da konnte der Staubsauger dann wenig helfen. Man will ja nicht mit dem Bodenteil da drauf gehen, das ist sicherlich auch nicht so das Wahre gewesen. Und von daher ist das jetzt mit der kleinen Elektrobürste natürlich eine fantastische Sache. Das gab es ja schon bei anderen Herstellern. Bei Dyson beispielsweise gibt es ja Modelle, wo das auch schon lange Standard ist, dass da eben eine zusätzliche Elektrobürste auch für das Handgerät genutzt werden kann. Beziehungsweise bei Dyson ist es ja so, da kann man auch die Bodenbürste für das Handteil nutzen. Das geht leider beim AEG nicht, weil man die Bodendüse nicht abnehmen kann. So, ihr seht also, die Ladestation ist auch sehr schnell bereit. Man muss also auch da praktisch nur zwei Teile zusammenstecken. Schrauben muss man da gar nichts. Diese Ladestation enthält so ein Fach, habt ihr gerade gesehen, wo man auch diese Fugenbürste reinklemmen kann. Die kann man aber auch an den Griff des Akkustaubsaugers befestigen, sodass man die beim Staubsaugen immer parat hat. Hier seht ihr, wie leicht das Handteil zu entnehmen ist.
Akku ist jetzt fast leer. Wir haben das Gerät ja jetzt hier in diesem Videoausschnitt oder beziehungsweise an dem Zeitpunkt, wo wir diesen Videoausschnitt gedreht haben, auch erst gerade neu bekommen. Ihr habt es ja gesehen. Da ist das Akku fast leer. Also wir müssen es nachher erstmal aufladen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal das Schmutzfach. Das ist, wenn ihr die Ergo Rapido Serie kennt, wir haben ja da auch schon ein anderes Gerät auf unserer Seite getestet, eigentlich unverändert. Wie überhaupt bei dem Staubsauger eigentlich nicht viel verändert ist. Der Staubsauger ist also weitgehend baugleich mit den anderen 18 Volt Ergo Rapido Geräten. Das Einzige ist eben unterschiedlich, das ist an dem Handgerät eben, dass da zusätzliche Kontakte drin sind oder dran sind, damit man eben diese zusätzliche Elektrobürste, die jetzt im Lieferumfang ist, anstecken kann. Also die Elektrobürste passt nicht an die alten Ergo Rapidos. Die Fugendüse und ansonsten selbst die Ladestation, das würde alles, ist alles kompatibel, das würde alles passen, weil wie gesagt, im baulichen Art kann man ansonsten von den Kontakten mal abgesehen eigentlich nichts Unterschiedliches erkennen. IG wirbt jetzt bei dem CX7 Animal noch mit einem High-Tensity Akku, aber beschreibt leider in der Werbung und auch sonst haben wir keine Angaben dazu gefunden, was IG da mit meint. Das ist natürlich jetzt nur ein Werbeausdruck und keine fachliche Bezeichnung. Angenommen haben wir da, dass die Akkukapazität erhöht wurde, aber Nachweis haben wir dafür auch keinen gefunden. Es wird jetzt bei dem neuen Ergo Rapido, also dem CX7 Animal, den ihr hier seht, da wird angegeben, dass das Akku 36,5 Wattstunden Kapazität hat. Also umgerechnet müsste das ungefähr 2 Amperestunden sein, bei eben 18 Volt. Leider ist das bei dem älteren Modell, den 18 Volt Geräten, nicht angegeben. Zumindest bei dem 3300er, den wir schon getestet haben, da waren keine Angaben zu finden. Deswegen können wir jetzt hier definitiv nicht sagen, ob die Akkuleistung hier wirklich höher ist oder mit High-Tensity ganz was anderes gemeint ist. Allerdings wüsste ich nicht, was der Hersteller damit eigentlich noch meinen könnte. Ihr habt hier gesehen, der Staubsauger, der CX7, kann also eigenständig stehen. Das ist ja immer ein großer Vorteil von allen IG Ergo Rapidos, dass die eben auch eigenständig stehen können. Das ist manchmal ein bisschen nachteilig, beispielsweise bei Staubsaugern wie bei den Dyson, dass man die immer irgendwo hinlegen muss, beziehungsweise eben in die Wandhalterung einhängen muss. Hier aber jetzt nochmal einige Saugtests. Wir haben also erstmal ganz normale Saugtests über etwa eine Woche im Haushalt gemacht, haben alle möglichen Teppiche, die wir so gefunden haben, aber auch Hartboden gesaugt, Laminat, wie gesagt, Teppich, Vinyl, haben im Auto gesaugt, haben Couch gesaugt, alles Mögliche, um erstmal so einen gewissen Eindruck uns zu verschaffen. Wir kennen ja den Ergo Rapido schon lange, wir haben ja wie das erste Gerät damals als erstes getestet, beziehungsweise das haben wir uns als erstes zugelegt. Und wir haben das Gerät ja auch lange empfohlen. Wir empfehlen es ja auch heute noch, weil der Ergo Rapido ein wirklich sehr leistungsfähiges Gerät ist. Und von daher sind wir natürlich jetzt gespannt, wie das neue Modell hier abschneidet. Ihr habt eben die Elektrobürste gesehen, die neue. Hier saugen wir Vinyl. Ich zeige jetzt einfach nur mal so ein paar Ausschnitte, denn wir wollen das Video nicht unnötig lange machen. Das wird ja doch öfters mal kritisiert, dass unsere Videos immer ziemlich lange sind. Aber nun gut, wir machen halt wirklich auch viele Tests, um wirklich rauszukriegen, ob der Akkustaubsauger, was er wirklich kann und eben, ob er besser ist als ein anderes Modell oder als das Vorgängermodell. So, ihr seht also, jetzt schaut mal rein, was wir hier an Schmutz jetzt angesammelt haben. Also das ist einiges, hat mich selbst überrascht, aber ihr seht mal, wenn ihr so überall mal richtig kräftig saugt, obwohl wir hier wirklich schon regelmäßig saugen, aber wir haben vielleicht jetzt den einen oder anderen Teppich, den wir nicht so oft gesaugt haben, noch mit im Test gehabt oder vielleicht auch im Auto. Keine Ahnung, wo das alles jetzt herkommt. Es ist schon immer beeindruckend, was man da
immer wieder mit so einem Akkustaubsauger findet. Also man darf die Leistung von diesen Akkustaubsaugern nicht unterschätzen. Die ist also schon sehr hoch, weil eben die Elektrobürste eben auch sehr, sehr viel hilft. Ne? Ohne die Elektrobürste könnte man die ganzen Akkustaubsauger vergessen, das kann ich euch sagen. Aber durch die Elektrobürste sind die eine echte Konkurrenz für so manchen Hausstaubsauger, der keine Elektrobürste hat. Aber das habe ich schon oft auf meiner Seite auch erwähnt. Ein bisschen nachteilig ist, dass dieses Schmutzfach, dass der Filter relativ stark verstaubt. Also am besten nehmt ihr euch da so einen Pinsel, wenn ihr das reinigt. Also das Zyklonprinzip ist nicht so ganz perfekt, sagen wir es mal so. Sonst würde er nicht so stark den Filter verstaubsaugen. Aber hier seht ihr nochmal die Elektrobürste. Und hier sind wirklich festhaftende Haare auf einer Art filzigem Tuch. Deswegen muss ich hier in eine Richtung staubsaugen. Normalerweise würde ich hier hin und her staubsaugen, aber das dünne Tuch würde jetzt hier verrutschen auf der Polster. Auf dem Polster ginge das natürlich besser. Aber ihr habt gesehen, wie gut er hier wirklich feste Haare entfernen kann. Jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Test. Das ist ja den Test, den wir immer machen, um die Saugleistung der Staubsauger untereinander vergleichen zu können. Wir verteilen hier eine definierte Menge von Quarzsand, das ist immer ein Döschen genau, in immer wieder den gleichen Teppich und werden dann versuchen, möglichst viel aus diesem kleinen Teppich herauszusaugen und werden diese herausgesaugte Menge wieder zurück in diesen Behälter füllen und können dann recht gut erkennen, wie viel Prozent er in etwa zurückgesaugt hat. Ich verweise da auch immer wieder mal auf unsere Webseite, da sind diese Angaben immer ganz genau notiert. Da haben wir auch noch viele andere Angaben, da findet ihr auch Bezugswerte, Preise und weiß ich was alles. Und da haben wir auch Tabellen drin, sodass ihr eben Daten findet, die man auf manch anderer Seite oder in der Werbung von den Geräten oft nicht findet. So, wir füllen das jetzt mal zurück. Also wir nehmen jetzt den Behälter wieder aus dem Staubsauger und füllen praktisch über den Trichter den aufgesaugten Quarzsand zurück in die Dose, die wir hier verteilt haben. Und dadurch können wir natürlich optisch ganz gut abschätzen, wie viel Prozent er hier zurückgesaugt hat. Das ist eben jetzt auch wichtig, damit wir den Akkustaubsauger grob mit anderen Akkustaubsaugern vergleichen können. Die ganzen Ergebnisse findet ihr ja wie immer auf unserer Webseite. Da haben wir ja schon etliche Akkustaubsauger getestet. So, das sieht doch schon sehr ordentlich aus. Also ich würde sagen, ich halte es mal in die Kamera, damit man es hier etwas besser sieht. Ja, ich würde doch sagen, das ist ja 65%. 65% kann man sagen, ist das. Das ist ein sehr guter Wert. Das ist ein sehr guter Wert. Also für einen Akkustaubsauger oder überhaupt für einen Staubsauger ist das schon sehr gut, wenn er aus so einem Teppich, weil Quarzsand ja wirklich kein einfacher Schmutz ist, wieder zurücksaugen kann. Also das lässt sich durchaus sehen. Es gibt natürlich Akkustaubsauger, die noch eine Ecke besser sind. Wir haben also schon Akkustaubsauger, die fast 100% heraussaugen, aber die kosten dann auch wirklich, ja, mehr, teilweise das Doppelte oder mehr als das Doppelte. Könnt ihr auch auf
meiner Webseite finden, wenn ihr da auf die, in die Top-Liste guckt. Die ersten zwei, drei Staubsauger, die sind da natürlich noch besser, aber wie gesagt, sind auch eine ganze Ecke teurer. Und auch die Handhabung ist ein bisschen anders. Ich finde sie durchaus besser bei diesen Top-Geräten, weil die dann eine andere Handhabung haben. Aber es gibt auch durchaus Nutzer, die die Handhabung von diesen AEG-Geräten viel besser halten. Das ist dann aber eine Geschmackssache. Was aber nicht Geschmackssache ist, ist eben wie gesagt die Akkuleistung. Das darf man nicht verschweigen. Es gibt Akkustaubsauger, die deutlich besser sind, aber deutlich mehr kosten. Man muss also hier immer das Preis-Leistungs-Verhältnis in ein vernünftiges Verhältnis setzen und das ist bei dem AEG Ergo Rapido gut und deswegen können wir ihn auch empfehlen und deswegen haben wir ihn auch schon bezüglich des Preises immer empfohlen. Auch das vorige Modell war ja schon sehr gut und zeigt eigentlich hier in der Saugleistung und bei den Tests kaum Unterschiede. Ich muss sagen, der neue CX-7 hat da eigentlich wenig verbessert oder gar nichts verbessert. Das schien uns alles ziemlich gleich. Der wesentliche Unterschied ist einfach die zusätzliche Elektrobörse, wo man eben dann noch mehr Möglichkeiten hat. Wir saugen jetzt hier Schmutz aus Vertiefungen. Wir haben also hier Quarzsand in Rillen verteilt, die teilweise sehr, sehr tief sind, bis etwa 1 cm. Und die sind unterschiedlich tief, die Rillen, und schauen eben, ob er diesen Schmutz da komplett raussaugen kann. Das wird er aber nicht können, denn das können nur wirklich wenige. Bis jetzt hatten wir nur einen einzigen Akkustaubsauger, der das hier komplett geschafft hat. Das war, glaube ich, der Dyson V8. Könnt ihr aber auf meiner Webseite auch nochmal nachlesen. Das schafft der AEG leider nicht, aber das war jetzt auch nicht zu erwarten. Das ist, wie gesagt, wesentlich teurer. Aber diese Saugleistung lässt sich schon sehen und die er hier bietet mit 65% Quarzsand aus dem Teppich, das gibt herkömmliche Netzstaubsauger, also ohne Bürste, die da schon ihre Probleme mit haben. So, wir machen jetzt noch einen weiteren schwierigen Test und zwar jetzt nehmen wir Quarzsand, Semmelmehl und grobes Katzenstreu. Grobes Katzenstreu ist ja auch so eine Sache, womit so manche Staubsauger ihre Probleme haben, weil insbesondere Akkustaubsauger, weil dafür eine hohe Saugkraft notwendig ist, denn das Katzenstreu ist sehr schwer. Das wird zwar meistens von der Bürste erfasst, aber es muss natürlich von der Bürste auch in den Schmutzbehälter transportiert werden und sehr billige Geräte haben hier erhebliche Probleme. Da fällt also sehr, sehr viel wieder raus. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber ihr seht ja schon, der hat da eigentlich keine Probleme. Er nimmt das wirklich sehr schnell und ordentlich auf. Also das ist schon eine gute Leistung. Also da kann man gar nicht meckern. Wir hatten ja bei dem älteren Ergo Rapido ab und zu das Problem, dass beim Aufnehmen Teilchen wieder rausfielen. Deswegen schüttel ich ihn hier auch ab und zu mal. Das schien hier bei dem neuen AEG CX-7 Enimal weniger oft der Fall. Also wir haben das mehrere Male getestet und es gab immer wieder Fälle, wo gar nichts rausfiel. Aber im Haushaltstest, wo man dann länger über eine Woche getestet haben, gab es dann doch wieder mal Zeitpunkte, wo einige Krümel wieder herausfielen. Also es ist nicht ganz weg. Der Unterschied ist nicht so riesig signifikant besser. Also man kann nicht 100% sagen, ob da AEG irgendwas verbessert hat an der Saugleistung oder ob das jetzt reiner Zufall ist, je nachdem, wie schmutzig der Filter gerade ist oder wer weiß, woran es jetzt gelegen hat, ob man es ungünstig gehalten hat. Also man kann nicht 100% sagen, dass es jetzt ganz weg ist. Es gibt immer wieder mal den Fall, dass eben einige Krümel vom Katzenstreu, ich rede jetzt nur vom Katzenstreu, andere Sachen, machen überhaupt keine Probleme, aber bei diesem Katzenstreu gab es immer wieder mal Zeitpunkte, wo ein paar Krümel herausfielen. Es war aber nicht so gravierend, dass man jetzt sagen kann, man kann den Staubsauger für Katzenstreu nicht verwenden. Das würde ich nicht behaupten. Aber ihr seht es eben hier, ab und zu so ein paar Krümel fallen halt ab und zu mal raus. Dass die kleine Elektrobürste, die ja vorwiegend für die Couch eigentlich ist und für Polster, natürlich Haare gut aufnimmt, haben wir schon gesehen. Natürlich wickeln sich die dann auch ab und zu mal um die Bürste.
Bei der Bodenbürste ist das ja nicht weiter schlimm. Die hat ja so eine Automatikfunktion. Da drückt man mit dem Fuß drauf und da wird die in der Regel auch von Haaren automatisch befreit. Das funktioniert auch in der Regel sehr gut. Gibt es aber bei der kleinen Elektrobürste nicht. Also die muss man auf herkömmliche Weise reinigen. Aber ihr habt es ja gesehen, diese Bürsten lassen sich bei beiden Elektrodüsen sehr leicht entnehmen. Und ja, das Reinigen ist eben wie bei jedem anderen Roboter dann mit Schere oder Messer zu bewerkstelligen. Also bei der kleinen Elektrobürste kommt das natürlich häufiger vor, weil man damit natürlich auch vermutlich auch häufiger die Stellen saugen wird, wo eben Katzenhaare oder Hundehaare vorhanden sind. Ansonsten war es das, glaube ich, alles Wesentliche habe ich jetzt gesagt. Alles Weitere lest ihr am besten auf meiner Webseite nach, wie gehabt, www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Also ich kann den Akku-Staubsauger in jedem Fall empfehlen. Ich habe ja auch das vorige Modell schon empfohlen. Er saugt wirklich gut, man kann damit sehr leicht umgehen, er ist sehr leicht handhabbar und eben mit der zusätzlichen Elektrobürste hat man eben ganz neue Möglichkeiten, sodass man nicht unbedingt immer einen zweiten Staubsauger noch parat haben muss, wenn man jetzt auch mal die Couch saugen möchte. Wer aber jetzt schon ein Ergo Rapido hat, also beispielsweise ein Vorgängermodell, eines der vielen baugleichen Vorgängermodelle, da lohnt sich der Umstieg eigentlich nur dann, wenn man eben wirklich diese Elektrobürste für die Entfernung von Tierhaaren oder zum Reinigen der Couch generell nutzen möchte. Ansonsten haben wir eigentlich wenig Unterschiede gemerkt, also bei Laufzeit und bei der Saugstärke hat er sich ähnlich verhalten wie das Vorgängermodell. Da kann man nicht sagen, dass da gravierende Unterschiede vorhanden sind. Wir haben jedenfalls nichts feststellen können.